kuvvetinde bir an geldi başıma. Kuvvetinde bir an geldi. Ayşe Balıkçı, bin 24 Jahre alt, in Yozgat geboren und ich möchte nach Deutschland. Mein Name ist Ayşe Buz, ich komme aus Hereke bei Istanbul und möchte nach Deutschland. Mein Name ist Ayşe Beyaz, ich bin 20 Jahre alt und möchte nach Deutschland. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich kann auch sehr gut kochen. Also ich liebe die türkische Küche, das ist ja klar, aber auch die internationale Küche. Ich kann zum Beispiel verschiedene Börek-Sorten, Baklava, Köfte. Ich lasse gerne dann koche ich meinen drei Kindern. Ich freue mich auf Deutschland. Rothenburg ob der Tauber war anders. Gammating. Schwäbische Alb. Ein anderes Land, andere Menschen, andere Kultur. Sie war so neugierig. Sie war ja damals knapp 20 Jahre alt. Ayşe, meine Liebe! Gut siehst du aus. Warst du beim Friseur? Oh, hab ich gleich gesehen. Also die Fabrik, das war eine ganz andere Welt. Da hatte ich das erste Mal Heimweh. Wir haben eigentlich immer viel gefeiert. Keine Möbel, keine Waschmaschine, aber immer die Ersten im Tanzlokal. Aber als wir dann in Deutschland waren, da war ich so oft alleine mit den Kindern, da konnte ich gar nicht arbeiten gehen oder gar studieren. Mach mich nicht unglücklich! In Deutschland verlieren alle Frauen ihre Unschuld! Deutschland, das ist ein gottloser Staat! Wisst ihr, was mein Leben verändert hat? Eines Tages, da rief bei uns die Kriminalpolizei an. Was? Und sie fragten mich, ob ich für sie als Dolmetscherin arbeiten könne. Tatsächlich? Meine lieben Ayşes, ich habe ein bisschen Angst vorm deutschen Wald. Was? Aber Ayşe, Schwarzwald. Also die Einheimischen, ja? Die wollen überhaupt nichts zu tun haben mit Fremden. Also heute kann ich das ja verstehen, weil die Regierung hat überhaupt nichts für unsere Integration getan. Wir sollten ja gar nicht bleiben. Ja, die Bienen sind resiusum et eichamu. Ja, die Bime, kolle da gömlek, ne gizel jara.